So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei New Gem Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Spiel. Heute mal mit Assassin's Creed Liberation HD. Ich drücke die beliebige Taste. Ich habe alles hier, kann man. Ich habe schon alles natürlich voreingestellt. Ich habe das alles auf sehr hoch, so hoch wie es geht. Und Untertitel habe ich für euch an und so. Wir starten ein neues Spiel. Neues Spiel starten und dann nehmen wir Erlin. Und los geht's. Reise durch die Zeit. Erlebe Geschichte neu. Durch Abstergos Erkenntnisse über die genetische Erinnerung ermöglicht dir der Animus, in der Vergangenheit zu spielen. Mit diesem Produkt kannst du die echten Erinnerungen von Aveline de Grandpré nacherleben. Einer Assassinin im 18. Jahrhundert, die zwischen zwei Welten gefangen ist und ihre Bestimmung sucht. Das Gestern gehört dir. Geschichte ist unsere Spielwiese. Animus. Okay. Was ist das jetzt? Das hört sich gerade so an, als wenn das irgendwie so die Google-Übersetzerin da gesprochen hätte. Habe ich gerade 3D-Gedöns an? Er ist so aus, als wenn ich 3D an hätte. Aber das kann ich gar nicht anhaben. Muss man in den Optionen. Das ist ja. Helligkeit. Die Option gab sie gar nicht. Ja, damit wir haben das Spiel fertig. Bausync. Ich 3D, oder? Mach's mal aus. Ne. Also wie das nur in der Erinnerung liegen. Ich war gerade ein bisschen confused. Grafik und Bausync an. Und zurück. Huch. So, um die Kamera zu drehen. Das Huhn fangen. Wo ist das Huhn denn? Schnell gehen. Jetzt suchen wir mal das Huhn. Huhn? Huhn, wo bist du? Da bist du. Ich denke mal das gelb, goldene. Ja. Komm her, du Huhn. Ich richte ihn noch. Durch. Das Huhn fangen. Eine der schwersten Aufgaben. Ich finde das voll witzig, wie das Huhn läuft. Also, das ist ja. Sieht echt super geil aus. Los. So. Perfekt wie die Plantagenarbeit, Monsieur. Nehmt diesen. Ein guter Arbeiter, stark und gesund. Ich hab dir gesagt, benimm dich, Kongo. Wie ich bereits erwähnte, Monsieur, der ist stark wie ein Ochse. Er ist gesund und komplett, bis auf die vierten Zehen. Maman? Die hat gar nicht bemerkt, dass die Mutter da weg ist. Okay, die Wache. Das war jetzt nicht so schwer. Huch, oh. Ich spiele jetzt gerade alles auf PC. Mit einem Xbox Controller, falls jemand das wissen möchte. Wachen durch den Hinterhof umgehen. Okay. Gehen wir mal hier lang. Oh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. So. Interagieren. Maman! Pardon, Madame. Toucoure! Rotzlöffel! Halt! Ich lasse dich verhaften! Ah.
Wir sollen den jetzt verhaftet werden. Kann das auch mal... Kann das auch mal aufhören? So. Aua. X, um den Gegner anzugreifen. Kann das auch mal... Oh. Kann nur den Gegner angreifen, oder was? Hallo? So. Aua. So, jetzt aber... Oh! Hä? Drücke B, um den Angriff zu kontern. So. Oh! Alter, ich bin richtig aus Assassin's Creed raus. Okay. Okay, jetzt habe ich alle. Aveline? Oh, ma chérie, du hast wieder geschrien. War es der böse Traum? Oui, nur ein Traum. Verzeih, dass ich dich weckte. Sch, ma chérie, sch. Bitte, nicht entschuldigen. Eine Mutter sorgt sich, auch eine Stiefmutter. Vielen Dank, Marlene. Mama, sorgst du dich auch? Hast du mich vergessen? Oder bist du tot? Auf jeden Fall ist die Nacht zu schade zum Schlafen. Das denke ich mir auch immer. Okay, wir spielen jetzt Aline oder Aveline. Die spielt in der Zeit von dem dritten Assassin's Creed, also Assassin's Creed 3, wo wir mit Connor gespielt haben. Jetzt spielen wir mit Aveline. Die ist zwar ursprünglich ein... Wie heißt das Ding nochmal? PlayStation Vita Spiel, aber jetzt wurde es auch noch für den PC, Xbox, ich glaube sogar, ja, PS3 natürlich auch, weiter... hochgeschraubt mit Grafik und so. Deswegen sieht's an manchen Stellen vielleicht nicht so schön aus wie in Assassin's Creed 4, aber es sieht gut aus. Und Todessprung. Wir nehmen Assassin's Creed. Okay, Taubenschlag. Zum Taubenschlag gehen. Interagieren. Es gibt Berichte über eine Plantage, von der Sklaven verschwinden. Die Besitzer meldeten ihre Flucht, doch unser Netzwerk findet keine Spur von ihnen. Als Sklaven gekleidet, kannst du das Rätsel vielleicht aus der Nähe begutachten? Ich habe an einer günstigen Stelle eine Umkleidekammer für dich eingerichtet. Von der Spitze der Kathedrale wirst du sie sehen. Okay, ich denke erstmal, ja. Erstmal zur Spitze der Kathedrale. Ist auch noch das Tutorial. Umlaufen. Auch rüber. Aber wir wissen natürlich, wie das geht. Ich habe natürlich fast alle Assassin's Creed gespielt. Auf meinem Kanal habe ich jetzt Assassin's Creed 3 und 4 habe ich jetzt hochgeladen. Versuchte mich wegzusperren, aber ich konnte es nicht ertragen, in einem solchen Kerker zu leben. Es wird noch 1, 2 Revelations und 1, 2 Brotherhood und Revelations werden natürlich noch folgen. Das hat aber alles seine Zeit. Hier, einmal hier rüber. Dann hopp. Hier hoch. Wir wissen natürlich, wie das schon alles geht, deswegen Tutorial brauchen wir jetzt nicht unbedingt da oben rechts anzuzeigen, aber es ist nett. Erstmal auf die spezielle Kathedrale. Ich finde das auch alles
eigentlich sehr schön. So, dass sie es von der PS Vita so rübergecaptured haben, sozusagen. So, wie soll man sagen, halt rüberentwickelt haben. Finde ich eigentlich ganz schön. Es gibt viele, die das, denke ich mal, schlechter machen. Dann einmal hier. Einmal zack. Und Assassin's Creed ist natürlich auch. Also, ich liebe Assassin's Creed. Also. Okay, Weihnacht. Fotosynchronisation. Okay, war jetzt nicht so schwer. Hier können wir, denke ich, mal runterspringen. Ja, synchronisieren gibt es hier genauso wie im letzten Teil. Einmal rum. Und einmal runterspringen. Okay, 1 von 11. Da vorne gibt es Wachen. Das ist ein bisschen ganz schön. Hier die Sicht ist ein bisschen sensibel. Also ein bisschen. Ja, sensibel einfach, ja. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Okay. Umziehen. Assassine. So um noch Jägere, ne? Eine Dame. Ich glaube, ich sollte als Sklavin. Ich finde das auch cool, so mit den drei anderen Anzügen. Finde ich eigentlich ganz cool gemacht, so. Jetzt bin ich einmal eine Sklavin. Die Plantage erwartet eine Lieferung. Die perfekte Tarnung. Versteck dich in einem Wagen und folge den Karren, um den Ort unbemerkt zu finden. Okay, einmal rüberrennen. Ich kann natürlich auch als Sklaven kann ich natürlich auch hier rüberrennen. Ich will jetzt nicht den normalen Weg gehen. Als Sklaven steckt dich sehr schnell an. Deswegen gehe ich oben rüber. Das ist ja eigentlich ganz gut. Okay, einmal rüber, so. Und, rüberspringen. Okay, da unten sind ein paar Schnösel. Gehen wir hier rüber. Einmal. Zu den Stadttoren. Ich kann mir vorstellen, dass es in so einer Kleidung echt schwer zu klettern ist. Ich glaube, das, habe ich auch mal, glaube gelesen auf jeden Fall, dass es... So, dass es, glaube ich, mit den verschiedenen Anzügen auch spezielle Eigenschaften gibt. Zum Beispiel, dass man als Dame halt nicht gesehen wird, dass man als Sklavin irgendwas machen kann. Und so gibt es auch was für die Assassinen. Denn so kann man schneller klettern, beziehungsweise besser klettern, weil hier sieht man, dass sie ein bisschen behaglich klettert, möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe kein Assassin-Symbol. Hat sie ihn irgendwo? Nee, hat sie nicht. Ich glaube, dass man auch mit den verschiedenen Anzügen sehr schwer klettern kann. Dass es sogar ins Spiel eingebracht wurde. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, dann einmal zu den Stadttoren. Einmal ins Beet rein. Was Steckbriefe ab? So, da vorne sind Steckbriefe. Ich gehe aber jetzt noch nicht zu den Steckbriefen. Ich will jetzt erstmal zu den Stadttor. Mal gucken, was mich da erwartet. Und mal rüber. Ich hätte ehrlich Angst, so. Das ist ein bisschen weit. Ein bisschen hoch, so. Habe ich da gerade einen Wall-Jump gemacht? Das geht. Bin gerade ein bisschen. Hier sollten wir runter. So langsam. Waffenhändler. Entschuldigung. Ich bin nur eine Sklavin. So, einmal hier rüber. Hier rum. Dann, nein. Gut. So. Ich gehe erstmal nicht auf die Dächer, weil ich denke, da sind noch ein paar. Wo sind ein paar Gegner? Ein paar Templer. Ich bin sofort gerade im Fallen. Nein, hier sollte ich nicht hoch. Dann einmal zum Stadttor.
Okay. Im Wagen verstecken. Das tun wir ein erstes Mal. Dann verstecke ich mich im Wagen. Es hat gerade gespeichert. Deswegen sage ich jetzt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben, abonnieren und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ihr tun habt. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.